Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Cradle. Und es ist ein richtiges Mistwetter und irgendwie passt es auch ein bisschen zu meiner Stimmung. Regen, Gewitter, stürmisch. Ja, Ida hat sich beim letzten Mal abgeschaltet. Und wie sie es angedroht hat, der Oberteil trennt sich vom Unterteil. Und das ist ganz toll. Also, da liegt sie jetzt. Sie wackelt irgendwie ein bisschen. Ich weiß aber, ich glaube nicht, dass sie das sollte. Und jetzt können wir uns überlegen, was wir machen. Ich habe eben noch, kurz vor der Aufnahme, also ich spiele jetzt gleich weiter. Das ist ja, also ich mache ja keine große Pause nach dem letzten Mal. Wurde noch unten eingeblendet als Hilfstext. Durch einen Elektroschock kann ich noch mal kurzzeitig mit Ida reden. Und ich habe so das Gefühl, dass wir sie irgendwie hier einem Blitzschlag aussetzen müssen. Und ich weiß nur noch nicht, wie. Jetzt schauen wir uns aber doch mal ganz kurz hier um. Das Ding ist aus. Das sind die beiden Bücher. Ja, eigentlich brauchen wir hier nichts mehr schauen. Sogar die Sachen liegen noch da, so wie wir sie hingelegt haben. Und sie ist jetzt halt da kaputt. Okay, ich kann sie in die Hand nehmen. Kann ich sie ins Inventar packen? Nö. Okay, das heißt, ich muss jetzt irgendwie... Sie schaut schon irgendwie ganz... Das sieht ein bisschen doof aus, wenn sie da so von mir rumbauen. Soll ich jetzt da rausgehen mit ihr? Und sie irgendwo hinhängen? Tja, das ist die große Frage. Was mache ich jetzt mit ihr? Also... Regel Nummer 1, wenn sie mir vorschlagen, ich soll doch mal hier irgendwie einen Blitz einschlagen lassen, mehr oder weniger. Durch einen Elektroschock. Dann würde ich sie sagen, ich muss sie irgendwo hier hinhängen. Aber das passt nicht. Wo soll ich sie denn hinhängen? Also runter mit ihr. Also sie leuchtet wunderbar im Blitzlichtgewitter. Aber ich glaube, das wird nicht das Ziel sein. Ich schaue mir mal an, was die Beschreibung ist. Idas Neurokopie ist zerstört. Du kannst Ida aus ihrer Bewusstlosigkeit reißen, indem du den Nervenbündel auf ihrem Rücken einen Stromstoß verpasst. Bringe Ida zu einer Starkstromquelle. Tja. Das ist jetzt eben die große Frage. Meinen die eine... Also ich meine, gut, hier haben wir die Batterien. Das sieht nicht so aus, als könnte ich damit irgendwas machen. Oh, jetzt habe ich sie fallen lassen. Komm wieder her. Ich soll sie zu einer Starkstromquelle bringen. Also ich meine im Prinzip... Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Also ich meine, wir könnten... Ich leg dich nochmal da kurz hin. So. Also hier haben wir ja irgendwie Strom, ja? Aber ich kann mit nichts hier interagieren. Diese Stromleitung. Aber das Ding hat auch keinen Strom mehr, weil hier dieser Satellitenschüssel-Ding hier funktioniert ja auch nicht mehr. Ja, ich bin jetzt ein bisschen überfragt, was ich machen soll. Ich glaube jetzt nicht, dass ich sie bis da hinten hintrage. Also normalerweise, wenn ich sie jetzt einen Blitz in sie einschlagen lassen sollte, dann würde ich ja fast sagen, ich muss sie da hinten in den Freizeitpark bringen. Schlägt da irgendwas ein? Mal schauen. Schlägt der Blitz da regelmäßig ein? Also die Framerate geht schon mal runter auf 7 Frames pro Sekunde. So. Schlägt hier ein Blitz ein. Da schlägt ein Blitz ein, oder? Das hat man ganz klar gesehen. Das ist auch der höchste Punkt. So, dementsprechend würde ich jetzt sagen, wir tragen sie jetzt tatsächlich da hinten hin.
blitzt auch fast nur da hinten, oder? So. Die da. Mitkommen. So. Total bescheuert. Aber mein Gott, du kommst jetzt mit. Du kommst jetzt in den Blitz. Vielleicht nicht die freundlichste Art und Weise, aber ist halt so. Da hinten blitzt es auf alle Fälle die ganze Zeit. Also irgendwie bin, aber das schlägt immer wieder da oben ein. Also das muss ja irgendwas bedeuten. Und ein Blitz ist definitiv eine Starkstromquelle, ja? Also da sind wir uns, glaube ich, einig. So, und jetzt gehen wir erstmal da irgendwie rein. Ich gehe sogar zu Fuß, weil ich glaube nicht, dass ich dieses Gefährt bedienen kann, während ich sie da in der Hand habe. Beziehungsweise das wäre mir jetzt zu risikoreich. So, das Tor ist ja offen. Ja, wunderbar, wunderbar fleckt es da ein. Warum komme ich da nicht rüber? Ehrlich. Ich glaube, das erste Mal, dass wir jetzt durch das Tor gehen. Dann sind wir immer gefahren. So, aber wie kommen wir da hoch? Das ist, glaube ich, das nächste Problem. Wir sind ja so schon selten hochgekommen. Wie sollen wir jetzt noch mit ihr da hochklettern? Ah, eine neue Aufgabe haben wir bekommen. Also wir haben definitiv irgendwas richtig gemacht. Wir sind richtig. So, und jetzt? Was ist das denn? Aha. Wenn ich Ida aufrecht hinsitze, kann ich sie mit diesem Funken... Was? Das ist viel zu kurz. Aber da liegt auf alle Fälle was. Ich lege sie mal ganz kurz hier hin. So. Und da ist dieser, der... Wie hieß er? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Irgendwas mit aufrecht hinsetzen. So. Kann man dich da aufrecht hinsetzen? Irgendwie. Da drauf. Wie soll ich sie denn da aufrecht hinsetzen? Also das sieht man hier... Was ist das überhaupt, was hier rumschwirrt? Das sind Blumen. Okay. Also irgendwie muss ich mit ihm was machen. Okay. Sichere Ida in aufrechter Halterung in der Mitte des verdorrten Blumenfeldes. Das hier? Ja, wahrscheinlich. Und wie soll ich dich da jetzt aufrecht irgendwie hinsetzen? Ihr seid lustig. Hier aufrecht. Hopp. Wieder hier drauf. Ah! Okay. Ah! Okay, dranhängen. Okay. Und jetzt? Neue Aufgabe hinzugefügt? Du machst doch bestimmt jetzt irgendwas, oder? Vögelchen. Neue Aufgabe hinzugefügt, ja? Erwecke Ida mit einem Stromkabel wieder zum Leben. Da hinten guckt was runter. Ja, das soll ich anfassen. Ich sag's mir so, ich bin mir sicher, dass das die Lösung ist, aber ich will das, glaube ich, nicht anfassen. Ja. Okay. Und jetzt? Okay. Okay, 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 okay. War das jetzt gut oder schlecht?
Obviously war es schlecht. Das hätte mich jetzt sehr gewundert, wenn das funktioniert hätte. Wo bin ich denn überhaupt? Hier, sie hängt immer noch da. Ah, okay, das Kabel ist immer noch da. Ich kann es wohl einfach nicht... Aha, okay, das funktioniert so nicht. Also ich kann das Kabel zwar rumtragen, wenn ich das richtig interpretiere. Also ich, das macht mir gar nichts. Ja. Aber sobald ich es hier anschließen möchte, war's das. Okay. Wie machen wir das dann? Also das Stromkabel ist ja schon mal nicht ganz verkehrt, ja? Sie sieht schon mit der Brille ganz schön cool aus, oder? Besser wäre es noch, wenn sie ihre... Okay, also dieses Kabel springt jedes Mal, wenn ein Blitz einschlägt. Ich könnte jetzt natürlich versuchen... Ja, das könnte ich wirklich versuchen. Komm her. Ich kann das Kabel ja werfen vielleicht. Jetzt warte ich erstmal, bis der Blitz wieder einschlägt. Na, vielleicht nicht. Einfach hinwerfen. Wo ist es? Da ist es. Okay, es springt wieder umher. Super. Die Frau unter... Wie soll ich das denn jetzt anschließen? Also vor allem wo? Ich meine... Sie hat jetzt keinen Stromanschluss, oder? Muss ich da was rausnehmen? Nö. Nee. Auch nicht. Und warum sitzt du eigentlich da? Hat sie irgendwo einen Anschluss? Ah! Okay, damit kann ich interagieren. Okay. Okay, jetzt habe ich ein Stück Rücken von ihr. Ist auch schön, das hat man auch noch nicht in der Hand. Okay. Da kann ich nichts interagieren, aber muss ich da das Ding reinstecken? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich würde normalerweise das Ding nicht mehr in die Hand nehmen. Allein schon, wie das glüht. Okay, ich sterbe jedes Mal, wenn ein Blitz einschlägt und ich das Kabel in der Hand habe. Okay, das macht auch irgendwie Sinn. Komm, Blitz. Lass das Kabel nochmal wackeln. Boom. So, jetzt ist es hier. Und springt einem munter umher. Ich komme gar nicht dran. Wo bin ich denn? Dahinter will ich. Jetzt lasse ich es mal wieder los. Nicht, dass mir da was passiert. Au. Wo ist es denn jetzt wieder hingesprungen? Da ist es. Okay. Krass, wie das noch nachzuckt. So. Und das jetzt da rein, oder wie? Ha! Okay, und jetzt hier weg. Das tut mir so leid. Ida. Das... Weiß ich nicht, ob das nicht ein bisschen zu viel Strom ist, aber... Es ist zumindest anscheinend die richtige Lösung. Jetzt bin ich sehr gespannt, was passiert. Aha. Okay, ich kann nichts machen, ja? Also das ist alles... Bist du da? Are you there? Ida. Ida. I'm here. Wie fühlst du dich? How do you feel? Strange. Seltsam, inwiefern? Versuch's zu beschreiben und sag jetzt bitte nicht, ich fühle mich wie vom Blitz getroffen. Strange? In what way? Describe your state. I feel anxious. Mit Angst. Das ist gut. That's good. Weiß zwar nicht warum, aber es ist gut. Good? Ja, Hauptsache du schaltest dich nicht ab. Schau mich an. Yes. Just don't shut down. Look at me. Why? Warum?
Ich erkläre dir alles später. Alex. Was ich jetzt nicht so ganz verstehe, warum lebt sie denn noch? Ich meine, ihr Neurodings ist doch kaputt, dachte ich. Oder hat sie es abgeschaltet? Sie hat sich ja abgeschaltet. Vielleicht ist es deshalb noch nicht ganz kaputt. Ich habe keine Ahnung. Das verstehe ich nicht. So, noch ein Blitz schlägt ein. Okay. Sphere. Papier. Eine Zeitung. Diese Dinger da. Ich habe mir ganz viele Sachen gezeigt. Ja, okay. Ich nehme das jetzt mal so als offizielles Ende des Spiels, auch wenn ich ehrlich gesagt das jetzt nicht so ganz verstanden habe. Aber am Ende haben wir jetzt noch ein paar Szenen gesehen, die wahrscheinlich so ihre Erinnerungen zeigen aus dem Jahr 2050. Und ja, wir haben nochmal eine ominöse Nummer mit der 3513 gesehen, die sie an ja wahrscheinlich an einen Professor oder wie auch immer geschickt hat. Und ja, ich muss zugeben, ich bin jetzt von der Story her irgendwie, also ganz am Ende bin ich jetzt nicht mehr so ganz mitgekommen. Irgendwie fehlt gerade für mich noch ein bisschen der Zusammenhang. Da muss ich, glaube ich, nochmal ein bisschen drüber nachdenken und das nochmal laufen lassen und vielleicht mir auch selber das Video nochmal anschauen. So wirklich den Zusammenhang habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Aber wir sind auf alle Fälle am Ende vom Spiel angelangt. Ja, weiß ich nicht, wie ich es jetzt beurteilen soll. Ich fand es ganz nett, das Spiel. Es ist jetzt kein High-End-Spiel, aber es war mal auf alle Fälle was anderes. Kurz, schlicht, auch von der Grafik jetzt nicht wow, ja. Frisst zwar enorm viele Ressourcen, aber ist jetzt nicht so das Wow-Moment. Aber insgesamt hat es mir trotzdem jetzt ganz Spaß gemacht. Wir haben jetzt 13 Teile, glaube ich, dran gespielt. Also 6, 7 Stunden haben wir damit verbracht. Gekostet hat es mich, glaube ich, 10 Euro, 12 Euro sowas. Das ist in Ordnung. Es hat mich jetzt unterhalten. Es ist aber was anderes. Es ist, ich weiß nicht, so ein klassisches Point-and-Click-Adventure hätte mir wahrscheinlich mehr Spaß gemacht. So war es ein bisschen ungewohnt.
Und vor allem die Laufwege waren irre lang, teilweise. Ein bisschen zu viel. Aber so von der Geschichte her hat es mir an sich gefallen. Davon abgesehen, dass ich das Ende jetzt nicht ganz verstanden habe. Und ja, ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Vielleicht hat es euch gefallen, vielleicht spielt ihr es ja auch mal. Es war auf alle Fälle mal ein anderes Spiel auf unserem Kanal, ein Adventure. Wird es, denke ich, wahrscheinlich auf unserer Seite, auf unserem Kanal so schnell nicht wiedergeben. Aber das war einfach mal was Unbekanntes. Und deshalb hat es mich auch sehr gefreut, das mal mit euch spielen zu können. Und ich bin jetzt gespannt, ob jetzt dann doch vielleicht noch irgendwas kommt. Haben zumindest noch mal gesehen, wie Ida dann so in echt ausgesehen hat im Jahr 2050. Und da verschwindet sie so langsam. Und wir sehen die coolen, coolen Wolken nochmal im Hintergrund. Ja, könnte sich auch ein bisschen schneller auflösen. Damit wir sehen, ob noch was kommt. Aha, okay. Ja, okay. Also, kurz zusammengefasst, ich habe den Kauf jetzt nicht bereut. Thank you for playing. Danke fürs Zuschauen, sage ich. Und ja, schreibt mir doch unter die Kommentare, was ihr von diesem Spiel so gehalten habt, was ihr von diesem Let's Play gehalten habt, ob das was ist, was euch vielleicht öfters interessieren würde oder nicht. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bei einem anderen Let's Play wieder. Euer Darker Total. Servus.